Guten Morgen zusammen, heute hier live bei Tickmill, der Blick in den Goldmarkt. Wir sehen es im Hintergrund geschrieben, Gold mit der Chance zur Jahresendrallye. Die, die Bullen im Gold haben hier gestern und vorgestern ein ordentliches Zeichen gesetzt, eine klassische Duftmarke. Das könnte unter Umständen wirklich der Beginn. Der Rallye sein, die immer so im Dezember irgendwann startet und sich bis locker mal in den Januar hinein Sie Deswegen schauen wir hier genauer hin. Als nächstes habe ich heute auf der Agenda das Thema Schweizer Franken. Da geht die Post momentan auch äh, ordentlich ab. Heute hier in den Währungspaaren Australer, Schweizer Franken und Schweizer Franken, japanischen Yen. Das alles und gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt. Jetzt hier live in der Sendung. Zuvor bitte ich den Risikohinweis wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit checke ich gleich nochmal Zoom und Facebook, ob da alles passt. Ich hoffe, auf Zoom äh, ist auch alles in Ordnung. Ich habe heute wieder in den normalen Übertragungsmodus gestartet. Äh, mir ist mitgeteilt worden äh, hier an dieser Stelle. Dass äh, die Bildqualität manchmal nicht ganz so gut ist, dass man die Charts nicht so gut lesen kann. Deswegen hier an dieser Stelle heute wieder die klassische Übertragung. Die Kamera ist auch mit eingeblendet. Wem die im Bild ist, man kann die ausschalten oder auch verschieben. Einfach mal ein bisschen rumbasteln hier an dieser Stelle. Gut, ansonsten tja, müssen wir sagen. Schauen wir auf das, was passiert, denn das ist das, wie wir am besten unsere Trading-Ideen finden. Und dazu brauchen wir auch Nachrichten. Und Nachrichten gibt es heute auch wieder aus China. Haben wir ein Wachstum vom Kaixin Einkaufsmanager-Index gesehen. Also auch hier. Positive Zahlen, dort geht das Ganze Stück für Stück auch weiter von 56,8 auf 57,8 lag auch über den Prognosen der Analysten. Die haben mit einem leichten Rückgang gerechnet. Heute auch wieder mal ein Tag mit vielen Einkaufsmanager-Indizes. Wir bekommen heute kurz vor 10 den Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistungen in Deutschland. 10 Uhr gibt es das dann für die EU, 10.30 Uhr für Großbritannien hier, auch mit Blick auf die Dienstleistungen. Leistungen. Dann gibt es um 11 Uhr äh, den Einzelhandelsumsatz oder die Einzelhandelsumsätze für den Monat November ebenfalls in der EU. Hm. Daten dazu aus Deutschland haben wir ja auch schon bekommen. 14.30 Uhr dann Blick in den Arbeitsmarkt in die USA, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Gestern haben wir ja äh, die ADP-Daten bekommen. Das ist ja so immer so ein bisschen der Vorläufer für das, was die offiziellen Zahlen ähm, dann bringen. Seitens der US-Behörden. Äh, da gab es zwar eine Zunahme von Arbeitsplätzen, aber die lagen deutlich, deutlich unter den Erwartungen der Analysten. Und das ist meistens kein so gutes Vorzeichen. Es wundert allerdings auch nicht äh, bei der aktuellen Sachlage hier um Corona in den USA, dass der Arbeitsmarkt auch weiterhin sehr, sehr angespannt ist. Wir wissen auch, die FED hat das Ganze im Blick. Und wir werden morgen dann mal noch ins Biespuk reinschauen. Da ist der Arbeitsmarkt natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das dazu äh, und hier, wie schon gesagt, 16 Uhr gibt es dann aus den USA auch noch den ISM Einkaufsmanager Index für die Dienstleistung auf den Monat November. Also das ist das, was wir hier an dieser Stelle heute haben und ja, muss man sagen, das ist das, worauf wir an dieser Stelle ja Rücksicht nehmen sollten. Ja und wir bekommen hier gerade noch die Frage, ähm, äh, was kann es sein? Dass die Märkte warten, also warum die Märkte so gespannt so auf der Stelle stehen, ja, dafür gibt es diverse Gründe. Ähm, wir sind in einer Situation, die gar nicht so leicht ist, äh, wenn man sich die Indizes mal anschaut. Ähm, wir sind nach oben weiter unterwegs, aber die Lage oben ist natürlich angespannt. Es geht wirklich sehr, sehr stark jetzt auch darum, wie sich die Staaten hier an dieser Stelle positionieren zum Thema auch äh, der Corona-Maßnahmen. Wir wissen ja inzwischen, es gibt mittlerweile zugelassen, ein, ein zugelassenes. Impfstoff oder einen sogenannten, einen sogenannten Vaccine in Großbritannien durch die Notzulassung. Man rechnet jetzt auch in den nächsten Wochen damit, dass es weitere offizielle Zulassungen geben wird. Das heißt, wir sehen hier Licht am Ende des Tunnels, aber wir merken halt auch, dass die Schutzmaßnahmen wieder verschärft werden könnten. Das sehen wir hier bei uns in Deutschland beispielsweise bis November, äh, bis, bis Mitte Januar sind die aktuellen Maßnahmen sozusagen verlängert worden. Das ist das eine. Das Zweite an dieser Stelle ist, dass man darüber nachdenkt, wenn es schlimm läuft, Maßnahmen noch einmal zu verschärfen. Also es gibt da diverse Sachen, die auf der Pro-Seite stehen, dass es gut weitergehen kann an den Märkten. Es gibt aber auch Dinge, die halten, die Händler etwas zurück, weil die Maßnahmen, die kommen, wenn wir tatsächlich beispielsweise auch in Deutschland einen vollständigen Lockdown sehen sollten. Das wäre dann natürlich wieder ein ganz, ganz anderes Bild für die Wirtschaft und deswegen alles ein bisschen verhalten, aber das Gesamtbild ist weiterhin eher zur Oberseite hingerichtet. Das so am Rande ein klein wenig. Das zu den Nachrichten und damit schauen wir in die Charts hinein. Die bringe ich gleich auch mal auf dem Bildschirm mit drauf. Hier natürlich wie immer. Der Blick ins große Bild. Und da starten wir mal hier an dieser Stelle. Ups, übrigens das hier kurz. Ne? US-Dollar, türkische Lira. Zack, geht es wieder hoch. Ähm, ging relativ flott an dieser Stelle. Mal schauen, was hier oben reinläuft. Aber hier, da hatten wir das Handelsset besprochen, Wenn es hier über die 791 weiter durchaus drüber geht, haben wir ein paar Chancen auf der Oberseite. Kann man also durchaus mitgehen. Das dazu. Ähm, ja, und ansonsten schauen wir jetzt hier auf die Märkte drauf. Ich hatte es ja gesagt, Gold, Austral-Dollar, Schweizer-Franken. Und Schweizer Franken, japanisches Yen haben wir da. Vielleicht noch ein kurzes Wort zum Ölpreis. Der Ölpreis verharrt momentan auf relativ ähm, ja, muss ich sagen, hohem Niveau, wenn wir uns mal den WTI hier kurz anschauen wollen, das sehen wir hier, ähm, das ist ein zögerliches Verhalten momentan, aber wir sind halt hier weiterhin auf relativ hohem Niveau mit drinnen und das, worauf der Markt jetzt so ein bisschen wartet, hier, wir sehen es ja, dieses Hin und Her hier oben, ähm, ist so ein bisschen das Thema, was kommt zur OPEC. Die OPEC Plus berät gerade und da geht es halt auch um das Thema der aktuellen Fördermengen. Und wenn sich da etwas ergibt, kann das natürlich deutliche Bewegung in die Märkte hineinbringen. Deswegen ist hier Verharren Momentan auf relativ hohem Niveau an dieser Stelle. So, das wäre das eine. Das andere sind natürlich jetzt die Charts, die wir uns hier anschauen wollen. Äh, und das hier an diesem Punkt zuerst mit Blick auf den Goldpreis. Denn äh, wir haben das Gold ja schön nach unten getradet in letzter Zeit und wir sehen momentan, ja, kommt der Markt stark, äh, stark deutlich, wollte ich sagen. <laughs> Deutlich stark wieder nach oben hin. Und da sehen wir auch mal wieder, wichtige Unterstützungslevel äh, sind immer wieder in den Märkten zu sehen und die müssen wir halt prüfen und schauen, was dort passiert. Ne? Die Level davor haben ja Verkaufdruck gebracht, die wir hier gezeigt haben, hier drüben in diesen Bereichen. Jetzt haben wir hier ein Level gefunden, knapp über der Marke von 1755, hier dieses Ausbruchlevel 760 hier. Da 1765, das war das Level, wo die Bullen in den Markt zurückgekommen sind und die machen momentan kein Hehl daraus, aus dem ja, starken Kaufdruck, der hier im Markt herrscht. Man muss das Ganze allerdings ähm, noch ein bisschen vorsichtig betrachten, äh, zumal jetzt hier die Gegenbewegung schon relativ stark gelaufen ist. Warum sage ich noch? Betrachten. Das hat einen gewissen Hintergrund. Und zwar ähm, liegt das daran, ich zeichne es einfach mal kurz ein hier an dieser Stelle, äh, im Goldpreis bzw. im Goldschatz, wenn wir uns das große Bild mal anschauen wollen. Hier, schaut mal, das ist das, was ich meine. Das ist ja nun mal äh, das, was es ist. Das ist ein valider Abwärtstrend, den wir hier an dieser Stelle haben. Und der ist halt einfach relativ weit in seine Bewegung reingelaufen. Ne? Der hat das Ziel gut ausgeschöpft und jetzt kam halt die Gegenbewegung. Und das ist das, was wir immer so ein bisschen beachten müssen. Aber, und jetzt kommt das Aber. Ähm, es ist natürlich die Chance gegeben, dass wir direkt weiter durchlaufen. Und deswegen ist die Verortung, die wir hier haben, sehr, sehr interessant, wenn wir uns das Bild hier mal ein bisschen näher anschauen wollen. Ich mache es mal größer hier an diesem Punkt. Nummer eins, was wir sehen können. Wir sehen hier sehr, sehr schön den Abwärtstrend des Bewegungsarmes laufen. Den werden wir uns auch gleich noch im untergeordneten Trendverlauf, also in der untergeordneten Zeiteinheit, anschauen. Das ist Nummer eins. Und hier. Dieser lilafarbene Bereich, das war der wichtige Punkt. Ja. Wir hatten hier diesen sehr, sehr dynamischen Aufwärtstag, dann ein Follow-Through-Day und jetzt steigen wir schon wieder an über das Tageshoch von gestern. Also, das wird ganz, ganz klar gekauft. Und hier ist es jetzt halt der Punkt, was wir hier sehen, ist erstmal nur eine Gegenbewegung und spannend wird es jetzt zu sehen, was hier an diesem Verkaufslevel ähm, passiert. Denn das war ja natürlich hier das Trendfortsetzungslevel hier unten rein. 1850 pro US-Dollar die Marke. Das ist interessant und mit Blick auf den Tageschart wird es wirklich spannend. Prallen wir hier ab spricht einiges dafür, dass wir zunächst erst nochmal die Orientierung unten rein Richtung des Zwischentiefs bei 1700 knapp 65 US-Dollar sehen. Läuft es aber drüber, wäre das ein sehr sehr bullisches Zeichen und dann bleibt es spannend wie sich der Markt oben drüber fällt. Also wieder ein sehr sehr schöner Drehbereich hier an dieser Stelle und das ist interessant hier oben dann das Level zu sehen. Also auf Tagesbasis hier natürlich der große große Bereich warum zeige ich das jetzt auf Tagesbasis unten drunter wird doch was anderes angezeigt Zeigt, ja, das ist ganz klar. Nur das ist das, was mich jetzt gerade interessiert, und das ist das, was wir auf Tagesbasis sehen. Und da haben wir halt hier oben in diesem Drehbereich das letzte Korrekturhoch hier oben drinnen. Ne? Das sehen wir ja, und das ist die Marke von um die 1900. Das ist das eine, das ist das Ziel was man sozusagen ohne weiteres auf der Tagesbasis sich suchen kann. Und das ist halt auch das, was wir im größeren Zeitrahmen sehen hier, diese starke Abwärtslinie und das der untergeordnete Trendverlauf. Das ist das eine. Das zweite ist kurzfristig allerdings auch relativ interessant und dazu blicken wir jetzt mal in den Vier-Stunden-Chart, denn da sehen wir, dass dieser letzte Abwärtsarm, der hier oben angefangen hat, nach unten zu laufen, das ist also gerade das, was wir gesehen haben bei 1900 runter auf die 1765. Das ist jetzt der Gegentrend, den wir hier schön am Laufen haben. Und das sehen wir auch ziemlich stark hier unten. Das ist sozusagen das Zwischentief, was wir hier auf Tagesbasis gesehen haben. Also kurz, das ist die Marke hier, das Tagestief von gestern, wo wir nochmal nach dem Anlupfen dieses Brechbereichs kurz runtergegangen sind und dann diese Dynamik nach oben gesehen haben. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Und spätestens da, wenn wir dort runterfallen, sind die Messen erst einmal kurzfristig zumindest gesungen für die Aufwärtsbewegung. Im größeren Bild, ja, im kleineren Bild ist da natürlich schon viel, viel früher alles vorbei. Und deswegen schauen wir uns das Ganze mal eben an. Wir sehen hier momentan schön den Aufwärtsschub. Ne? Wir sehen es hier. Das war die Abwärtsbewegung, der, Korrekt, äh, der Abwärtstrend. Jetzt der Gegenschub nach oben. Und wenn ich es gerade nochmal einblenden kann. Wir sehen, der Markt trendet hier schon schön nach oben. Und das ist jetzt interessant. Und an diesem Marktverlauf können wir nun sehr, sehr gut erkennen, wie es hier weitergeht. Das heißt, wir nähern uns gerade hier diesem Verkaufslevel bei 1850. Und da ist es dann interessant zu sehen, ähm, wie der weitere Verlauf wird. Denn wenn wir hier diesen untergeordneten Bewegungsarm weiter intakt sehen, ja, dass der jetzt beispielsweise hier hochläuft. Dann mal nur eine Korrektur macht und dann oben drüber läuft und dieses Bild hier so ganz grob in etwa gestaltet, das wäre sehr, sehr interessant und das würde dann natürlich auch die Ziele auf der Chart-Oberseite bringen. Das heißt, hier mal der nächste Anlaufpunkt oben in diesem Zwischenhoch, was wir hier sehen, bei 1880 US-Dollar und dann natürlich hier der Schwungbereich um die 1900. Das ist dann natürlich sehr, sehr interessant und wenn wir das alles in dieser einen starken Bewegung sehen, wäre das schon ein sehr, sehr deutliches Zeichen, dass der Markt wirklich hoch möchte und das wären dann natürlich immer wieder die Dinge, wo man sieht, jetzt geht es langsam los mit dem Thema der Saisonalität, äh, dass der Markt das Ganze hier nach oben spielt. Ich hatte es ja schon gesagt, häufig startet im, im, ähm, im Dezember die gute saisonale Phase. Manchmal ist es ein bisschen früher, manchmal ist es ein bisschen später, aber aktuell liegt das halt auf der Uhr und wir haben hier schon den Beitrag bekommen. Äh, Saisonaler Start war im November ähm, gut. Das ist schon theoretisch möglich, dass das im November war, aber wenn wir gesehen haben, dass wir im Dezember hier neue Tiefs gesehen haben, kann ja wohl kaum der Start äh, aus starttechnischer Sicht im November schon gewesen sein. Wir müssen trotz aller Saisonalitäten immer darauf achten, was der Markt macht. Äh, und wenn wir hier Gold im November schon gekauft hätten, ähm, auf der Long Seite, naja, gut, da wüssten wir, wo wir stehen. Ne? Also, das wäre jetzt hier ähm, deutlich unter Wasser gekommen. Wir werden sehen, was passiert. Mit Blick aufs mittelfristige Bild würde das dann jetzt. Halt, so aussehen. Im Normalfall bekommen wir nach so einer schönen Aufwärtsbewegung eine korrektive Phase und dann bildet sich ein schöner Aufwärtstrend. Das wäre dann das Zeichen, dass wir hier auch trendförmig in genau diese bullische Phase mit reinlaufen. Wie schon gesagt, ob es soweit kommt oder nicht. Müssen wir erstmal noch abwarten, aber die Chancen auf der Chart-Oberseite sind natürlich definitiv da. So, jetzt aber nochmal kurz zurück. Ich hatte ja gerade gesagt, es kann natürlich auch zum Abprall kommen und für diejenigen, ähm, für die das Thema Regressions- bzw. ja, Regressionshandel, also Gegenbewegung zu dieser starken Aufwärtsbewegung, bzw. das wäre ja dann, wenn man den Kontext zum Tageschart, zum Abwärtsgerichteten sieht, der nächste. Bewegungsschub nach unten. Aus aktueller Sicht würde der jetzt kommen, wenn wir hier unten drunter fallen, unter dieses kleine Zwischentief bei 1800 um die 26 US-Dollar. Das wäre aus jetziger Sicht mal der Schub unten drunter. Und Anlaufpunkte haben wir halt auch das Tagestief von gestern hier, die 1807, beziehungsweise leicht darüber hier dieser Kaufbereich um die Marke von 1817, 1818 in diesem Drehbereich. Ja, und danach. Dann steht schon der Weg nach unten relativ frei. Hier noch diese kleine Umschwungphase in diesem Bereich um die 1780 und dann haben wir schon das Tief. Also das sind die Marker, die durchaus da sind. Und ob dann unten ein neueres Tief kommt oder wir vorher irgendwo rumdrehen, das wäre dann das Thema, wo wir einfach abwarten müssen, was an diesen möglichen Drehpunkten passiert. Und wenn dann die Umkehr vor einem neuen Tief kommt, wäre das eine gute Chance, frühzeitig in den weiteren Verlauf nach oben einzugehen. Aber erstmal müssen wir schauen, wo der Goldpreis hier überhaupt anfängt zu drehen. Das zum Thema Gold, gut, das hätten wir damit und dann schauen wir mal in die Währungen rein. Übrigens, wir haben noch eine Anfrage zum Thema Silber, da schauen wir nachher auch noch mal drauf. Zuerst allerdings die Währung. Ich starte mal mit dem Währungspaar Australdollar Schweizer Franken und danach gehen wir in den ja, megamäßig stark laufenden Schweizer Franken Japanisches Yen. Zunächst allerdings erstmal, wie gesagt, Australdollar Schweizer Franken hier im großen Bild, wenn ich das mal eben ganz kurz noch ein Stück zusammenraffen darf oder wir gehen einfach mal eben in den Wochenschein Rein, dann sehen wir, was hier momentan gespielt wird. Hier wird ganz klar und klassisch gespielt. Wir haben hier oben diesen großen, großen Drehbereich hier oben. Ne? Hier oben aktuell, Moment, etwas größer, sieht man es wahrscheinlich ein bisschen besser, ähm, was ich damit meine. Ich nehme auch mal noch ein paar Marker raus, die wir jetzt nicht zwangsweise brauchen. So, das wäre mal das Bild. Also schaut mal, hier oben immer wieder Verkäufe in diesem Bereich. Das ist hier in etwa ähm, das Level. Moment, so, hier oben, dieser Drehbereich. Um die, naja, was haben wir hier? Knapp 067 da oben. Ne? Das ist momentan der Deckel oben drauf. Wir sehen es immer wieder rangelupft. Es ging auch mal ein Stückchen drüber auf die 06743. Aber wir sind halt jetzt im, wenn wir uns das Ganze mal als Range-Bereich andrehen wollen, hier unten an dieser Stelle, ähm, haben wir es halt von unten nach oben, von oben nach unten und wir sind halt momentan auf der Oberseite dran. Und jetzt wird es an dieser Stelle sehr, sehr interessant. Was passiert? Denn wir haben durchaus die Chance, nach oben zu laufen, wenn wir uns das Bild mal kurz anschauen wollen hier. Ähm, wir sind zurückgekommen in der Woche. Wir sehen es hier, das kleine Low. Das hat in einem sehr, sehr wichtigen Drehbereich aufgehört. Wir bleiben mal noch kurz in der Woche. Wir gehen gleich in den Tageschart, aber wir gehen hier mal ganz kurz noch auf die Woche, weil der große Schwungbereich ist hier halt da. Ne? Und hier ist ein Median, beziehungsweise na, doch auf diese Range betroffen hier. Von oben nach unten haben wir hier das Median ganz grob bei 0,65, 80 bis 90. Da sind wir reingelaufen und laufen jetzt nach oben. Und das wäre wirklich interessant zu sehen, denn da ist eine Kontraktion oben unterhalb dieses Levels, was wir hier haben, unter der 0,67. Und solche Konstrukte sind nicht selten ein Beispiel dafür, dass der Markt sich für einen Schub nach oben vorbereitet. Und das habe ich hier ganz klar auf der Uhr. Und wenn wir uns das ganze Thema jetzt mal im Tageschart anschauen, dann sieht man, was ich damit meine. Ne? Wir sehen es hier, im kleinen Bereich ist der Markt schön nach oben gelaufen. Hier, also der kleinere Trend, das ist das, was wir hier sehen. Schön nach oben geschlängelt, von unten nach oben rein, hier unten rauf, dann oben ganz kurz drüber. Und jetzt sozusagen die Gegenbewegung unten rein. Und das ist jetzt halt interessant, wo wir raufgelaufen sind. Wir sind in etwa hier unten in dieses, sag ich mal, Zwischenlevel reingelaufen. Ne? Mal ganz kurz drunter gelupft, aber sofort wieder die Stärke. Daran sehen wir, dass dieser Unterstützungsbereich hier unten um die 0,65, ähm, 80 bis 90 durchaus eine Relevanz hat. Und hier wird es jetzt interessant. Gehen wir nämlich übers Tageshoch von gestern drüber, hier oben über dieses Level, 0,66, 50 in etwa das wäre ein Zeichen, dass wir tatsächlich jetzt nach oben laufen wollen. Heißt also an dieser Stelle, das wäre dann ein Indiz dafür, dass wir eine Kontraktion oben unter diesem Level bekommen, die nicht allzu brutal jetzt trendig abverkauft hat, sondern sich über dem Support Level hält und dann haben wir Chancen oben reinzulaufen. Und das ist wirklich das sehr sehr interessante, denn wenn wir noch mal ganz kurz zurück auf den Wochenchart schauen, wenn wir es tatsächlich schaffen, hier oben drüber zu laufen, dann haben wir gute Karten weiter hier die höheren Punkte anzulaufen und wir sehen es ja, der nahe Drehpunkt, den haben wir hier bei 0,6743 und dann haben wir die oberen Level liegen. Hier 0,6834 und dort oben die 0,68 knapp um die 90. Das ist interessant und darauf scheint sich der Markt hier gerade so ein bisschen vorzubereiten. Das sollte man als Trader auf der Longseite durchaus auf der Uhr mit haben. Und damit wechseln wir rüber zum Währungspaar Schweizer Franken japanischer Yen so kurzen Augenblick da ist er yep Schweizer Franken nein das ist der Kandolo, sorry wir wollen Schweizer Franken haben da ist er doch hier die mega Rally schönes Weg gemacht hier unten hier drüber ausgebrochen hier ist noch nicht zu spät zum einsteigen auf der Long Seite äh, ganz klar was wir hier wichtig sehen, ist wirklich diese große W-Formation. Das heißt, wenn wir uns das Thema mal anschauen wollen, wir sind ja hier im Tageschart wohlgemerkt, sind wir von oben ordentlich runtergekommen. Hier die erste initiale Zündung nach unten, dann die Gegenbewegung und dann haben wir hier den Trend nach unten gemacht, in die Korrektur rein. Und dann ist halt etwas sehr, sehr Interessantes geschehen. Hier gab es die Korrektur nach unten, eine Erholung, nochmal Korrektur. Wir haben ein schönes Weh und jetzt sind wir tatsächlich oben drüber rausgelaufen. Und das ist jetzt wirklich das sehr, sehr Interessante, was wir an dieser Stelle sehen. Denn das Überschreiten dieses wichtigen Bereiches hier, das kann ich mal noch ein bisschen weiter zauen schaut mal, das ist hier schon ein Bereich, der gerade hier drüben auch in diesem Level sehr, sehr viel Marktbeachtung gefunden hat und das ist jetzt ein sehr, sehr deutliches Zeichen, dass wir durchaus auch Chancen auf der Oberseite haben und die nächsten Anlaufpunkte sind auch da, nämlich das wären mal hier oben diese Marker, knapp oben am Hoch hier, das ist das Jahreshoch, äh, was wir hier hatten, beziehungsweise hier die Marke von um die 117.30, das sind die Level, die wir haben, wenn wir oben drüber laufen und das ist jetzt wirklich das Interessante: dieses Drehlevel, dieser Drehpunkt, der ist wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, denn wir sind hier oben ja drüber gelaufen, über dieses Zwischenhoch an dieser Stelle. Heißt also, dieses Level, was wir jetzt dort haben, äh, um die 116.60 ist jetzt das Support-Level ähm, und das ist dann der Punkt. Da wird es spannend zu sehen, was der Markt hier macht. Denn wir haben natürlich an dieser Stelle wieder die zwei Chancen. Entweder wir bleiben drüber und der Markt geht sofort brutal bullisch weiter hoch oder wir sehen eine korrektive Phase. Und um das genauer und näher zu planen, schauen wir hier an dieser Stelle jetzt einfach mal in den Verlauf der vier Stunden rein. Und da sehen wir hier unten ging es natürlich los, schön trendig nach oben und dann dieser extrem starke Schub nach oben, ja, das ist gut äh, und gerne ähm, zu sehen gewesen, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, ähm, dass, die, äh, dass die, äh, die Wirtschaftsdaten in den äh, in, in der Schweiz, ähm, ja, nicht übel waren äh, für den Markt, der hat angefangen hier ziemlich stark zu kaufen und hier wird es jetzt halt spannend, wir sehen halt hier schon mit Blick in den vier Stunden Chart, dass dieses Level, dieses Ausbruchslevel dort oben durchaus eine Relevanz hat und wir in diesem Bereich Natürlich auch schon äh, gesehen haben, dass der Markt dieses Level schon mal Drüber angetestet und dann nochmal hoch. Wenn wir hier unten drunter fallen, ja, ich ziehe mal ganz kurz die Linie hier ein bisschen tiefer. Also, wenn wir unter dieses kleine Zwischentief hier unten drunter durchfallen, diese Marke hier unten drunter, knapp die 116,55, wenn wir dort abverkaufen, dann sieht es eher danach aus, als wenn der Markt hier äh, ein Stückchen auf Tauchstation geht. Und da müssen wir natürlich auch weitere Anlauflevel suchen. Und da sehen wir hier im Chartverlauf schon mal ein schönes Drehlevel. Und dieses Drehlevel äh, sehen wir auch begründet. Und zwar hier, das ist ein Kauflevel gewesen. Ne? Schaut mal hier, das war das Zwischenhoch. Hier sind wir drüber gegangen, nochmal drunter. Hier sind wir reingelaufen, kurz Fahrt und dann deutlich nach oben geschoben. Und das sind halt Marker, die wir immer wieder sehen für die Planung nach unten. Das heißt, sollte es der Markt direkt ernst meinen und wieder nach oben laufen, ne? dann heißt das natürlich, okay, Fortsetzung des Trends jetzt schon bei Kursen über 116,90. Das ist die eine Seite. Aber wenn wir Korrektur sehen... Da gehen wir jetzt mal in den Stundentrend rein. Da sehen wir nämlich den letzten Verlauf ein bisschen besser. Der Stundentrend bricht, wenn er hier drunter läuft, unter dieses Zwischentief. Und dann sehen wir die Anlaufmarker wirklich auf der Unterseite. Und das ist das, was wir gerade auch schon gesehen haben. Hier knapp die 116 in diesem Schwungbereich. Und dann, ja, wo kann man weiter Orientierung finden? Äh, hier entsprechend dann dieses Kauflevel ganz grob um die 115 in etwa 50. Ja, und dann können wir uns schon hier auf die Unterseite noch mit reinbringen. Ganz grob die Marke um die 116. 115, ja, das ist dieses Level, was wir hier haben, also dieses hier unten, wartet Moment, das ist dieser Drehpunkt hier in diesem Bereich, so in etwa, ne? Dieses Level hier, und dann haben wir schon die Marke unten drunter an dieser Stelle. Hier, wartet Moment, das Level hier unten drunter. Dieser Kaufbereich um die 114, naja, 70 in etwa. Das ist dann der nächste größere Supportbereich, den wir hier sehen. Zeichne ich auch gleich noch mal ein hier an dieser Stelle. Also hier unten. Das war ja wirklich ein sehr, sehr schöner Auffangbereich und dieser Auffangbereich, der kommt dann natürlich wieder mit in Frage, wenn wir deutlich tief nach unten gehen. Die Frage ist halt aber nur: Gehen wir? überhaupt zu tief runter oder nicht und das wird uns hier der Markt zeigen, das heißt, wir sehen hier sehr sehr schöne Chancen von der Verordnung auf der Chartoberseite Oberseite genauso wie auf der Chart Unterseite das entsprechend hier zum Schweizer Franken japanischen Yen. So, dann schauen wir noch mal auf die Fragen hier. Also, auf den DAX soll ich nochmal schauen, ob wir heute über 13.300 Punkte schließen. Da kann ich jetzt schon, äh, ohne auf den Chart zu sagen, keine Ahnung, äh, ohne auf den Chart zu schauen, keine Ahnung. Aber wir schauen natürlich mal in den Chart, welche Chancen wir haben. Britisches Pfund, austral wird gefragt äh, und dann wurde noch der Silberpreis angefragt. Das gucken wir uns alles jetzt mal in Ruhe an. Das heißt, zunächst erstmal ähm, der Blick hier rein in den deutschen Leitindex, in den DAX, wo die Frage gestellt wird, ob wir über 13.300 Punkten schließen. Im großen Gesamtbild. Ich hatte vor ein paar Tagen mal was zum DAX gesagt. Wir haben hier oben die hohe Flagge äh, und diese hohe Flagge ist weiterhin intakt. Das heißt, hier an dieser Stelle muss man wirklich sagen, dass das Niveau oben aktuell weiterhin hält, aber dass wir halt auch sehen, dass der Bereich, den wir dort oben drinnen liegen haben, momentan ein sehr, sehr starkes Widerstandsband ist. Und das hat auch seine Berechtigung, wenn wir uns das mal anschauen wollen, hier oben. Ähm, das ist schon nicht von schlechten Eltern hier. Ne? Momentan hängen wir hier drinnen ähm, und kommen nicht so richtig raus. Wartet mal hier, ich mache das mal kurz, kann ich es? Nee, kriege ich nicht hin. Okay, ich muss es jetzt mal kurz in Grün lassen. Ich kann das, das Rechteck nicht äh, schnell markieren. Dieses Level hier oben, der Schwungbereich, Grob gesagt, ja, ich fasse es mal weit: 13.2 bis 13.5 oben. Dieses Band hier ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und wir sehen es hier drüben: hat es eine ganze Weile gedauert, bis der Markt eine Entscheidung getroffen hat, ähm, drüber zu gehen. Dann sind wir deutlich drunter gelaufen. Und wir sehen halt dieses Verharren jetzt hier an dieser Stelle auch wieder. Und deswegen, wichtig wäre eins: die Frage jetzt nicht um 13.300 hin oder her. Ich meine, das ist das Drehlevel, wo wir gerade sind, ja. Meine Frage, die ich mir stelle, ist viel, viel wichtiger. Was passiert denn jetzt an den Grenzen? Bekommen wir einen nachträglichen oder nachhaltigen Kauf auf der Oberseite oder fallen wir eher runter? Und da spielt halt das Ganze eine große Rolle hier unten auf der Unterseite, das Zwischentief um die 13.235. Das sehen wir besser, wenn wir hier mal ein bisschen in den Stundenchart reinschauen. Wartet mal, mal gucken, ob ich das jetzt hier so hinkriege. Nee, leider nicht. Also, wenn wir, Moment hier in der Stunde unter dieses Level fallen, das heißt auch diesen grünen Bereich hier oben tatsächlich verlassen, ähm, dann wäre das so ein bisschen eher Test der Unterseite der Flagge und dann haben wir die Gefahr, dass wir sozusagen nach unten ausbrechen und uns dann etwas weiter auf der Unterseite orientieren und da sehen wir im Chart halt dann noch auch unsere Level drinnen liegen. Das heißt, sollten wir tatsächlich das Ganze hier nach unten verlassen, hätten wir einen ganz ganz nahen Anlaufpunkt, nämlich das wäre dieses kleine Zwischentief, als wir schon mal kurz unter die Range Gelupft sind hier ganz grob die Marke von 13.188,90 in diesem Drehraum. Wartet, ich guck mal drauf. Das Low war bei 13.189 und dann haben wir hier das swing Lows. also die Bereiche, die wir unten rausnehmen können. Das heißt, das wäre hier der Ausbruch aus dem Dreieck um die Marke von 13.120 und dann hätten wir hier unten noch diesen Bereich auf der Unterseite vom Dreieck, ganz grob die Marke etwas über 13.030 Zählern im DAX. Das ist die Unterseite ne? und das ist das, was hier. Die an dieser Stelle jetzt wichtig ist und zählt. Aber wir dürfen an dieser Stelle auch die Long-Seite nicht vergessen, weil wir sehen ja, der DAX innerhalb dieser Phase schwankt auch immer mal ein bisschen, sollte. Und das ist jetzt für das Day Trading interessant. Tatsächlich dieser Bereich hier unten halten. Moment, ich zeige euch mal ganz kurz, welchen Bereich ich damit meine. Also dieses Level hier. Moment, muss ich blau machen, damit wir es sehen. Hier, schaut mal, dieses Level hier unten, das war immer so ein bisschen das Auffanglevel, 13.270 in etwa. Ne? Sollten wir da nach oben durchstarten, dann wird es wichtig, mal auf die Marker zu schauen, die hier da sind. Und da sehen wir halt auf der Oberseite hier oben dieses Level, die 13.320 in etwa. Das ist ein wichtiges Level. Wenn wir hier oben drüber gehen, dann haben wir oben drüber auf der Seite natürlich hier über die Abschwünge, die wir nach unten sehen, noch ein paar planbare Anlaufpunkte. Und das wäre dann zumindest mal hier. Dieser Drehbereich um die 13.370. Dann haben wir hier oben ein bisschen was, wo der Markt die Richtung gewechselt hat, ne? wo hier Volatilität gewesen sind. Dann ging es hier drunter immer wieder gehalten. Ganz grob die Marke von 13.390 Zählern. Und dann hier oben das Zwischenhoch bei 13.400 und ich schau mal drauf, 13.436 Zählern. Und dann schon, ja, hier oben das Zwischenhoch, hier oben bei. Moment, das haben wir liegen bei 13.447 oben. Ne? Das Ganze. Das sind die Level, die wir da haben. Und das wird dann wirklich interessant zu sehen. Wie schon gesagt, es gibt heute auch einige Nachrichten und natürlich alle Nachrichten um das Thema Impfstoffe, sollte die Märkte entsprechend auch bewegen. So, das dazu. Ähm, ja, dann äh, Schweizer Franken, japanisches Yen. Tipp, top. Super. Ähm, das äh, freut mich, dass das gefällt. Jetzt schauen wir noch auf britisches Pfund Australdollar. Als nächstes bei den Währungen. Da, 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 da ist er. Hier haben wir schön in der Woche. Die Woche hat ihren Grund, warum ich hier in die Woche gucke, warum der Chart auch in der Woche hier noch angezeigt wird. Und zwar ist das die Schwäche, die wir hier sehen. Ja. Die Schwäche sieht man zwar auch im Tageschart, aber ich finde persönlich, die großen Bilder zeigen das immer noch ein bisschen impressiver, weil wir einfach sehen, wie mächtig die Abgaben hier sind. Und wenn wir so eine Kerze sehen, wie wir aktuell auf Wochenbasis haben, ja, dann ist schon mal ganz klar, was das ist. Das ist eine sogenannte Gravestone Candle. Aus der Chartanalyse ist das gekannt. Deutlicher Schub nach oben und dann kompletter Rutsch nach unten der Abverkauf hier zur Unterseite hin. Und hier wird es jetzt wichtig zu sehen, und deswegen bleiben wir mal ganz kurz noch in der Woche, wenn wir unter dieses grüne Level fallen, also deutlich unter die Marke von 180, dann ist der Weg nach unten erstmal frei. Ja? Und das ist an dieser Stelle sehr, sehr wichtig. Fallen wir drunter, dann ist der Weg hier unten frei Richtung des Tiefs, was wir hier im September gesehen haben. Zwischendurch gibt es immer mal nach Wochenlos als Anhaltspunkt ähm, und wichtig ist halt auch an. Dieser Stelle, das zeichne ich nochmal ganz kurz ein und das sehen wir nämlich in der Woche ähm, sehr, 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 sehr schön und stark, sozusagen. Schaut euch mal an, was hier passiert ist. Hier hatten wir Sozusagen etwas Trendiges nach oben gehabt, hier an dieser Stelle, beziehungsweise hier im kleineren Bereich das Untergeordnete. Und wenn dieses Level jetzt wirklich rausgenommen wird, die 1,80, dann hat das was zu bedeuten. Und dann haben wir nämlich hier auch in der Woche die Situation, dass wir einen nach unten trendenden Markt haben. Und da wird natürlich die Relation hier unten eine ganz, ganz andere zur Wahrnehmung der Händler. Und damit schauen wir jetzt mal hier rein in den Tageschart und da sehen wir es schon, ne? kurzes aufbäumen noch mal unten am support und dann der rutsch nach unten kurze erholung wo haben wir gedreht natürlich auch wieder in einem sehr sehr wichtigen level hier dieser Bereich, den wir hier haben, im kleineren, das ist der Drehbereich. Ne? Erst hat er hier verharrt auf dem Aufwärtsweg, dann ging es drunter, nochmal Test, wieder drunter. Jetzt sind wir drüber gelaufen und fallen einfach dynamisch drunter. Da sehen wir, dass die knapp 1,82 wirklich ein wichtiges Level sind, ein Widerstandslevel, das den Markt nach unten geschoben hat. Sollten wir jetzt hier unten wirklich drunter fallen, das heißt hier auch unter das Tief bei knapp 1,80 fallen, Uh, hier 17980 entschuldigt. Dieses Level hier sollte diese Bastion auch noch fallen. Ist der Weg halt frei und da können wir uns schön zur Unterseite hin orientieren. Das heißt, auf der Unterseite dann im Bereich. Ja, diese Abwärtsdynamik, die wir hier dann sehen, dann wäre es hier Trendfortsetzung nach unten, also im größeren Bilde der Schub nach unten, das Ganze nach unten gesehen. Und dann haben wir die Anlaufpunkte halt hier äh, natürlich auch da. Und der nächste Punkt, den wir dann haben, wäre mal dieses Level hier ohne weiteres als Anlaufpunkt. Also knapp die Marke von 1,78,41. Das ist das, was wir hier sehen. Und das Ganze schauen wir uns jetzt nochmal in der kleineren Zeiteinheit ein. Hier gehe ich mal in den Stundenchart rein. Und da sehen wir nämlich schon sehr, sehr schön. Wie der Markt hier nach unten trendet ne? und auch, dass er dynamisch nach unten trendet. Und wie schon gesagt, hier unten unter 1,80 würden wir in die Trendfortsetzung reinlaufen. Hier unter dieses Zwischentief auch drunter bei 1,79,94 in etwa. Das wäre dann tatsächlich der Weg nach unten und das würde dann Zeichen vom Markt sein, dass sich die Abwärtsdynamik fortsetzt, diesen Supportbereich nach unten verlässt und dann sozusagen die Chance offen haben. Deutlich tiefere Regionen mit anzulaufen. Das zur Währung hier im Austra britischen Pfund Austral-Dollar. Und dann schauen wir jetzt nochmal ganz kurz auf den Silberpreis. Wir hatten Silber ja, äh, wo ich gesagt habe, Silber im Schatten von Gold. Silber hat dem Goldpreis nach unten ein bisschen mit Verzug nachgelaufen. Und jetzt geht Silber auch in Richtung Goldpreis mit nach oben. Das sehen wir sehr, sehr stark an dieser Stelle hier. Ne? Also nochmal kurz der Ausflug nach unten hin zu sehen hier. Wartet, ich lösche euch mal ganz kurz. Die untergeordneten Marken hier raus, die sind noch aus ähm, der Chartanalyse vom letzten Mal mit drinnen. Wir haben es gesehen hier unten, das Level um die 2258 äh, deutlich rausgenommen, aber hier im Bereich ähm, 2165 bis 21,90 deutlich auf Support gestoßen. Hier die starke Aufkaufkerze, äh, wie schon gesagt, der Silberpreis sieht ein bisschen anders aus wie der Goldpreis, aber wir haben hier natürlich Chancen. Und im Silber wird es jetzt sehr, sehr interessant, wenn wir uns den Chart mal anschauen. Denn wir sehen es hier im Silber im kleinen Bereich. Das hier sozusagen, das ist der valide Abschluss. Abwärtstrend. Also da ist so das, das sage ich mal, das ganz grobe Bild ist ähnlich wie im Goldpreis. Der Abwärtstrend ist hier oben im Zwischenhoch bei äh, 25.055 oben begrenzt. Dieses Level, was wir hier haben, ist äh, das alte Verkaufslevel. Ja? Und da hat sich der Silberpreis schon drüber hinweg stabilisiert. Also da ist er ein bisschen anders unterwegs ähm, als der Goldpreis, äh, rein von der, von der Chart-Verordnung, von der Situation, wie der Chart aussieht. Das grundsätzliche Bild ist aber da. Das heißt, jetzt sind wir in der Gegenbewegung. Und hier wird es jetzt halt interessant. Wer auf einen größeren Richtungswechsel warten möchte oder setzen möchte, für den wird es halt wichtig, was passiert hier oben um die Marke von 25. Wird dieses Level nämlich rausgenommen, ist dieser Abwärtstrend beendet und dann haben wir durchaus Chancen zur Oberseite zu laufen. Und dann aus charttechnischer Sicht wird es wichtig, was passiert hier oben in diesem größeren Verkaufslevel um die Marke von 26 US-Dollar. Fliegt diese ebenfalls mit raus? Ist das ein weiteres Beispiel dafür, dass wir nach oben laufen sollen? Ja, ich möchte an diesem Punkt noch mal eines sagen: ähm, Bauen Sie bitte Ihre Setups nach dem eigenen Geschmack, was Sie hier haben. Na, ich nenne hier mit Absicht immer Level, wo man sagen kann: Okay, dort ist ein Richtungswechsel zu sehen, dort wird ein größerer Trend gebrochen und und und. Ähm, das muss alles passen, ja. Also das heißt, wenn ich persönlich kurzfristig traden möchte, warte ich jetzt hier an dieser Stelle nicht ab, ob wir hier drüber oder hier drüber laufen. Da ist die Messe gesungen für einen kurzfristigen Schub, ne? Für diejenigen, die aber fürs nächste Jahr beispielsweise sagen: Mensch, ich erwarte eigentlich, dass wir einen starken Schub bekommen, dass wir das ganz, ganz große Bild hier rausnehmen ähm, und uns das Ganze mal auf Wochenbasis anschauen wollen. Ja, da haben wir natürlich schon Chancen oder auf Monatsbasis sogar, ich mache es mal ganz verrückt, ähm, dass man einfach sagt, okay, hier könnte sich aus diesem, aus diesem Gesamtkonstrukt, was wir hier mit da haben, ja natürlich etwas ganz, ganz anderes bilden. Das heißt, dass wir hier ähm, an dieser Stelle nach dem starken, starken Abwärtsschub, den wir hier gehabt haben, ne, hier sozusagen nach oben, hier nach unten gelaufen ähm, und dann jetzt sozusagen hier eine Aufwärtsdynamik bekommen können, die vielleicht durchaus interessant ist, den Schub nach oben zu sehen, dann hier eine Korrektur zu haben und dann vielleicht ganz, ganz hoch zu laufen. Das sind ja ganz andere Zeiträume. Das ist ein ganz, ganz anderer Kontext, der da dahinter steht. Und deswegen muss man das immer so ein bisschen beachten. Also, hier sind durchaus ganz, ganz viele Chancen da. Wir müssen einfach nur schauen, was der Markt spielt. Deswegen sage ich das in diesem Bereich auch immer nochmal sehr, sehr deutlich, welche Marken hier da sind und für welche Händler das Ganze interessant ist. Ne? Aber. Wir sehen halt, sollten wir weitere Aufwärtsdynamik bekommen. Wir haben halt diverse Stellen im Markt, wo wir Folgekäufe sehen können, weil dort unter Umständen auch Absicherungsorders von Händlern liegen, die nach der Abwärtsseite getradet haben. Und spätestens hier oben ist ja alles vorbei. Ne? Über 29,83 ist da ist der Abwärtstrend existent. Gleich Null, ja. spätestens dort sollte man nicht mehr short sein. Das zeigt uns einfach, was kommen kann an dieser Stelle. Und das ist interessant jetzt zu sehen und deswegen auch mal nach einem kurzfristigen Bild. Was wir hier halt haben, ist, wir haben die kurzfristige Abwärtsdynamik rausgenommen. Das sehen wir daran, dass wir hier dieses Level, Moment. So dick müssen wir nicht zeichnen, dieses Level hier rausgenommen hatten. Ne? Das war das ehemalige Zwischenhoch. Da sind wir drüber gelaufen und wir trennten jetzt hier schön nach oben. Ne? Aufwärtsbewegung haben wir hier gehabt. Sehr, sehr schön zu sehen. Dann gab es die erste Korrektur hier in diesem Bereich rein. Und jetzt, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir hier schön den Schub nach oben, einen Trend. Und wenn dieser Trend sich nach oben fortsetzt, haben wir gute Karten reinzulaufen. Und das ist halt das Schöne, was wir an dieser Stelle sehen. Der Markt zeigt uns hier ganz klar an, ich bin aufwärts gerichtet. Hier oben haben wir ein schönes Dreieck, keine neuen Hochs, ansteigende Tiefs. Da kommt der Druck von unten nach oben. Und das gibt dann halt die Chancen hier in die höheren Bereiche erstmal reinzulaufen. Also durchaus bullische Tendenzen hier an dieser stelle das der blick in silber ich hoffe es hat gefallen ähm, ich hatte die anfrage bekommen an einen langfristigen ausblick sollte. Hier der Ausblick nicht intensiv genug für die Langseite gewesen sein. Lutz, du hattest danach gefragt. Ähm, bitte nochmal kurzen Hinweis, dann gehe ich morgen in der Sendung nochmal intensiver auch auf das charttechnisch langfristige Bild nochmal ein. Danke für heute auf alle Fälle fürs Zuschauen. Fragen sollte ich jetzt keine übersehen haben. Ich wünsche allen einen interessanten und erfolgreichen Trading-Tag und bis morgen früh um 8.30 Uhr live in der Besprechung und alle anderen, die das Ganze entsprechend im Nachgang sehen. Wer mag gerne früh mit reinschalten, ansonsten bitte auch gerne den YouTube-Kanal von Tickmill abonnieren oder aber die Facebook-Seite ähm, von Tickmill, wer hier an dieser Stelle auch die Dinge sehen möchte, sehr, sehr gerne. Ich lade jeden dazu ein. Die Community wächst, da freue ich mich sehr drüber und wir schauen ja morgen auf die nächsten Chancen. Also, allen einen erfolgreichen Tag und bis dahin. Tschüss.